Also ich glaube, erstmal eine Millionenstadt wie München, eine der wenigen wirklichen Wachstumsregionen in Deutschland, muss sich mit dem Thema Mobilität dezidiert auseinandersetzen. Und das Auto ist einfach so faszinierend es ist und so schön es ist, eins zu fahren, ist einfach das flächenverbrauchendste Verkehrsmittel. Und das Kennzeichen von Städten ist, dass es eng ist. Und insofern ist flächeneffiziente Mobilität die Herausforderung der Zukunft. Niemand soll auf sein Auto verzichten müssen. Aber jeder soll die Gelegenheit haben, das zu können. Dazu brauchen wir Angebote. Und da gibt es ein EU-gefördertes Modellprojekt, Excentric. Und das Schöne an dem Excentric ist, dass ganz viele Maßnahmen aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenspielen und aufeinander abgestimmt werden, um Wohnen und Mobilität zu verbinden. Der erste Tag von Excentric in München war ein ganz wunderbarer Tag, denn wir haben quasi die Verkehrsgemeinde versammelt. Alle waren da, alle sind engagiert, alle sind sehr professionell und man spürt eine große Aufbruchstimmung. Mein größter Wunsch ist natürlich, dass nach den 4 Jahren Excentric etwas geschaffen ist, was bleibt, dauerhaft für die Menschen hier im Domagpark.